Guten Morgen. Ich habe jetzt eine Übung für dich, die dir hilft, am Hip Hinge, am Zurückführen der Hüfte zu arbeiten, bei gleichzeitiger Spannung in der Lendenwirbelsäule, sodass die Wirbelkörper auch eine gute Position haben, um das Gewicht und die Kraft gesund abzuleiten. Du stellst dich gleich so hin, dass die Füße parallel zueinander stehen, in der Ausgangsposition, und beide Hände mit dem Daumen nach innen starten am Schenkel. Von da aus hast du schon Spannung vorne an der Brust. Dann schiebst du über deine Hände, die Arme bleiben gestreckt, die Hüfte nach hinten oben, die Knie bleiben leicht gebeugt. In der Position, knapp ober dem Knie, stoppst du die Position und drückst einmal mit den Händen in Richtung des Oberschenkels, sodass über den Druck mit langen Armen du merkst, dass der Rücken auch Spannung aufbaut und die Brust auch an der Bewegung beteiligt ist. Kopf bleibt neutral, 2, 3 Sekunden halten, von da aus einmal hochstrecken. Das, was nicht passieren sollte, ist, dass die Schultern nach hinten gehen. Du solltest auch die Spannung wieder vorne halten und die Arme lang lassen. Und von da aus geht es in die nächste Wiederholung. Langsam runter bis knapp oberhalb des Knies. 2, 3 Sekunden gegen den Oberschenkel drücken, Spannung aufbauen, Rücken neutral lassen und wieder hochgleiten. Das wiederholst du für 10 Wiederholungen. Du sollst am Tag das auch dreimal machen. Kannst ja auf dem Weg in die Küche oder kurz im Wohnzimmer, wenn du aufstehst, immer mal wieder einbauen, sodass du lernst, die Übungen so durchzuführen, dass der Rücken und die Wirbelsäule neutral bleiben. Viel Spaß!